Herzlich willkommen zur fünften Folge von Train Sim World 2 zusammen mit Tobi. In der letzten Folge sind wir in ICE-Szenario gefahren und in der vorletzten Folge, wenn ich mich noch erinnern könnte, habe ich in diese wunderbare S-Bahn eine Einführung bekommen. Und deswegen würde ich sagen, werden wir heute auch mal eine S-Bahn-Fahrt machen. Sind hier auf der Strecke München-Augsburg, gehen in Einführung und Erfahrung und gehen da in das Szenario S-Bahn-Abschaltung. Denn es gibt nur zwei S-Bahn-Szenarien, das wäre noch Pendlerrotation, aber da fährt man nicht auf der S-Bahn-Strecke, sondern auf der Regionalbahnstrecke zwischen Augsburg und Mammendorf, weil da fahren eigentlich andere ba Züge und das aber irgendwie halt eben, die Züge sind irgendwie in der Wartung oder so. Und deswegen fahren da S-Bahn-Triebwagen irgendwie, aber ich finde, das ist jetzt nicht so realistisch, deswegen dachte ich mal, lasse ich das Szenario draußen, aber die haben es dann eben reingepackt, damit man auch die Regionalbahnstrecke befahren kann. Bei dem Szenario. Aber ich würde sagen, wir gehen hier in ein S-Bahn-Szenario, ein richtiges, und zwar S-Bahn-Abschaltung. Ja, guck mal, Tobi, wir haben ein neues Bild. Ja. Dann natürlich hier immer noch Werbung für die Haupt. Ja. Immer noch die Werbung für die Hauptstrecke München-Augsburg. Ja, genau, Brain Ferry, Gehirnfähre. Und dann natürlich noch der TGW wieder. Und der Kesselwagenzug. Und noch mehr TGWs. So, ein Wort nochmal. Szenario sollte ja jeden Moment da sein. Da ist es. S-Bahn-Abschaltung. Da sehen wir auch wieder die S-Bahn. Türen und Riegen. Wir sind an der Donnersberger Brücke in München. Willkommen zur Donnersberger Brücke. Sie haben gerade von einem anderen Lokführer übernommen. Der nächste Halt ist München-Hackerbrücke. Schließen Sie Beladung ab, sobald Sie soweit sind. Falsche Richtung. Oh, ich habe auf der falschen Seite geöffnet die Türen. Bin ich eigentlich doof? Und ja, mit dem Knopfdruck auf diesen Knopf geht doch diese Tür an sich zu. Das wäre alle Türen schließen. Das ist in der Regionalbahn auch anders. Ah, Donnersberger Brücke, das ist ja die vorletzte Station und Hackerbrücke ist die letzte Station, die dargestellt ist. Denn vom Münchner Hauptbahnhof ist nur das oberirdische Teil dargestellt, nicht der unterirdische Teil, wo die S-Bahn halten. Wenn ich richtig liege, müsste Donnersberger Brücke eigentlich der vorletzte Halt sein. Also werden wir gar nicht so viel fahren, sondern eher uns darum kümmern, die S-Bahn zu garagieren. So, wir haben eine 5. Ja klar, warum nicht? So, wir haben da eine 5 stehen. Das ist in Ordnung. Und wir haben kein Signallicht, das heißt, das Ganze ist kein Signal, wird nicht als Signal akzeptiert, sondern halt eben nur als die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber damit wir halt eben sehen können, dass das Signal funktioniert, hat es so einen weißen Punkt da oben, der an sich leuchtet ohne irgendwas anderes. Weil es kann manchmal sein, dass Signale halt eben nicht gebraucht werden, wie jetzt in diesem Fall. Aber ein Lokführer darf niemals über ein ausgeschaltetes Signal fahren, weil es mir auch bedeuten könnte, dass das Signal irgendwie Stromausfall hat oder so. Und dann, keine Ahnung, ein rotes Signal hier nicht angezeigt wird. Ja, deswegen leuchtet so ein weißer Punkt, damit der Lokführer weiß, okay, das Signal funktioniert und das soll ausgeschaltet sein. So, machen wir die Tür hier zu. Dann mache ich ja ordentlich ein. Nö, gar nichts eingestellt. Also wirklich. Route einstellen, Zugverband. Und dann werden wir wahrscheinlich bis nach Hauptbahnhof fahren, werde ich mal, oder? Naja, die Fahrgäste sollen nur bis zum Hauptbahnhof wahrscheinlich mitfahren. So. Ah, jetzt hat es einen grünen Punkt bekommen. Okay. Aber wir fahren trotzdem. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass wir fahren dürfen. So, 50 hat man uns gesagt. Ah, nee. Das Spiel sagt nur 40. Ah, doch, 50, oder? Doch, 50. So, weiterhin grün für uns. Jetzt auf 80 fahren. Und da wäre gelb und eine Vorankündigung für 60. Das heißt, ich tue den, lass mal rollen, das ganze Ding. So, werte Fahrgäste, nächste Station München-Hackerbrücke.
So, minimale Bremse und dann fahren wir hier ein. Und dann sehen wir hier auch die Hackerbrücke. Jo. So, jetzt halt mal unter der Hackerbrücke hier in München. Und das nächste Signal sollte rot sein. Hieß es. So, wir sind, naja, ist in Ordnung, die Zeit, die wir gebraucht haben. So, Türen öffnen und schauen, dass alles in Ordnung ist. Ja, und dann schauen wir mal, weil geradeaus weiterfahren können wir ja nicht. Weil da geht es in den Tunnel und der ist nicht mehr dargestellt. So, S3 Hauptbahnhof, beziehungsweise Hackerbrücke. Aber das lässt sich nicht einstellen, weil die Hackerbrücke ja eigentlich nur ein ganz normaler S-Bahn-Haltepunkt ist. Und ein Haltepunkt, der sagte schon, dass da ja kein Zug halten darf. So, wer sich ein bisschen genauer auskennt, der weiß sogar, dass es... gibt es ja eine Regelung, wie sich jetzt Eisenbahnbetriebsstellen definieren sollen. Ein Haltepunkt, da dürfen keine Züge Endstation machen. Geht nicht. So. Geht nicht, weil ist nicht. Richtig. Ein Fehler scheint eine Tür nicht schließen zu lassen. Sie müssen die Tür inspizieren und möglicherweise per Hand reparieren. Super. Ja, anscheinend. VHS-Kurs Handwerk. Wo denn? Ja, hier ist zu. Da vorne war auch zu. Hier ist zu. Oder? Ah, nee. Die ist zu, die will sich nicht verriegeln lassen. Oder? Sind sie doch, oder? Ah, nee, hier vorne ist es irgendeine Tür. Achso. Nur die falsche aufgemacht. Ja, gut, man soll vielleicht auch schauen, wo die Meteranzeige ist, ne? Da oben steht ja, dass wir noch 13 Meter laufen müssen. Und natürlich ganz am Ende des anderen Wagens die Tür, ne? So, gut gemacht. Die Tür ist geschlossen. Leider ist weiterhin nicht klar, ob das Problem selbst gelöst wurde oder ob es wieder passieren könnte. Aber hier vorne die Tür hat sich selber geschlossen. Aufgrund eines Fehlers wird der Zug außer Betrieb gesetzt. Kehren Sie den Führerstand zurück und bringen Sie den Zug bis München-Pasing-Personenbahnhof. Okay, also aufgrund dieses Türfehlers sagen Sie jetzt, der Zug darf nicht weiterfahren. Das heißt, theoretisch würde der Zug jetzt weiterfahren bis Hauptbahnhof. So, der Richtungswender einmal auf ausstellen. Die Lichter. Da. Auf aus. Den Hebel können wir mal auf 0 stellen. Richtungswenderschlüssel rausziehen. So, dann einmal den Führerstandwechsel. Ich könnte vielleicht nochmal sagen, nicht einsteigen, das wäre noch eine Idee. Das wäre eine sehr gute Idee. So, Zugverband. Mal da, nicht einsteigen. Gut. Ne. Ich hätte eben innen durch, wenn ich außen das nicht machen darf. So, sitzen tut hier noch ein paar Leute. Also ich fahre jetzt wieder zurück nach Pasing, ne? Das können wir umsteigen in die nächste S3. Die müsste ja in ein paar Minuten kommen. Oder ob das wisst. Oder ich kann auch einstellen, S3 nach... Achso, ja. Da hat jemand mitgedacht. Der Zug hat vielleicht zwei Triebwagen.
Ich schließe sich automatisch die Tür. Dann könnt ihr vielleicht auch denken, dass der Zug zwei Triebwagen hat. So. So, jetzt aber hier drinnen einmal hinsetzen. Natürlich. Oh. Richtungswenderschlüssel eingestecken. Also, erstmal die Lichter auf Fernlicht stellen. Richtungswender. Ach, das war rückwärts. Vorwärts. So, jetzt sollen wir nach München-Pasing fahren. Das heißt, Route eingeben. Also Zugverband erstmal auswählen und dann durchschalten S3 nach Pasing. So, jetzt mal nach draußen gucken. Dann sehen wir hier auch S3 Pasing. So, jetzt einmal wieder zurück in die Gegenrichtung. Wir haben auch schon grün bekommen von der ja, vom Stellwerk. Begriffsschwierigkeit. So, jetzt sind wir in die Gegenrichtung rüber gefahren. Ich kann ein bisschen abbremsen vielleicht, wir sind nur 40. So, und geht's hier zurück zur Donnersberger Brücke. Grünes Haupt- und Vorsignal. Na, wir dürfen 80 fahren. Ah, vorne ist schon Donnersberger Brücke. Jetzt kann ich mal anfangen, wieder zu bremsen. Interessant, dass jetzt hier nichts an den Anzeigen dran steht, aber wie ich in der letzten Folge, der vorletzten Folge schon mal gesagt habe, eigentlich gehen die Anzeigen nur irgendwie nicht in den Szenarien immer. Sie gehen, aber immer genau dann, wenn ich es zeigen will, sie gehen, gehen sie nicht. So, der Gashalteschild. So, so, mal schauen, ob die Tür wieder zugeht. Oder ob sie weiterhin offen bleibt. Ah, nee, jetzt war die Tür auf der anderen Seite, also alles in Ordnung. Wir sehen uns hier auch S-Bahn München. Video überwacht, kein Rauchen, Kinderwagen geeignet, Rollstuhl geeignet, Fahrräder dürfen auch rein. So. Ach so, wir sollen ohne Personenhalt nach Pasing fahren. Das muss doch mal jemand sagen. Gut, dann muss ich wieder reinmachen. Na gut, man sollte vielleicht auch richtig lesen, seine Aufgabe. Oh Gottes Willen. Kann ich wieder was machen, nicht einsteigen, ne? Gut, dann Türen schließen und auf geht's. Direkt nach München-Pasing Personenbahnhof, also PBF. Es gibt auch GBF, das ist ein Güterbahnhof, aber das braucht einen Personenzug ein bisschen weniger. Ein Güterbahnhof. So, da wäre eine 10, das heißt, wir haben jetzt 100. Und da wäre es auch umgesprungen auf die 100 km/h. Aber ihr seht auch, dieser Zug hat eine echt krasse Beschleunigung, muss ich sagen, aber irgendwie sieht es für einen S-Bahn-Triebzug auch gehört. Der muss ja schnell auf hart kommen. Das Besondere einer S-Bahn ist ja, dass die doch relativ schnell unterwegs ist. Oh, da gibt es einen guten Druckler. So, da wäre der nächste Halt. Mal kurz ankündigen. Achtung, ich rausche hier durch.
hier drüben so riesige Abstellanlagen für Züge. Vielleicht muss er dann in unseren Abstellanlage gleich mit reinfahren. Oder wir müssen gar eine Werkstatt fahren, ich weiß es nicht. Werden wir aber sehen. So, mal die 100 km/h erreicht. Da ruckelt es nochmal. Wie ich aber schon in der vorletzten Folge gesagt habe, das kann in München hin und wieder mal ruckeln, weil. Ja. Ist ein gigantische Gleisvorfälle und alles mögliche, was hier geladen werden muss. Deswegen. Das war eine Ankündigung für 60. Ah, 90, Entschuldigung, mein Fehler. Dann kann ich wieder ein bisschen beschleunigen. Das ist 90. Ey, ist so düster gewesen, bin so einer irgendwie vorbeigefahren da. Deswegen dachte ich, es wäre eine 6 drauf gewesen, aber war eine 9 drauf. Da war nochmal ein Ruckler. Die bin ich natürlich zum Entschuldigen, aber ein bisschen Schwund ist immer dabei. So, hier werden die 90. So, 4,3 Kilometer hätten wir auch Passing erreicht. So, da sind gleich wieder 100. Und weiter geht's hier durch die Dämmerung. Sagen, schon ganz schön beeindruckend ist hier. Diese riesigen Gleisvorfälle. Ach, ich als Kleinstadtkind kenne ich. Ja, aber ich als Kind aus der kleinen Großstadt kennt das auch nicht, ne? Da finde ich schon Dresden Hauptbahnhof beeindruckend. Bei mir gab es einen selbstgemachten. Ja, der Mittagessen war ein selbstgemachter Hotdog und Frühstück war ein Brötchen. So. Dann. Das ist doch Parsing hier, wo ich bin. Ich soll noch weiter. Okay, noch 2 Kilometer sind es. Das ist doch Parsing hier, wo ich gerade bin. Nee, nee, doof. So. 60 für uns. Den letzte hier. Angekündigt worden. Gut, dann fahre ich mal weiter. Vielleicht meinen sie auch die Abstellanlage in Parsing. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Aber so viele große Bahnhöfe sind ja zwischen München Hauptbahnhof und Parsing nicht. So, sieht geradeaus. Hier zur Seite rüber geht es in Richtung. Also wenn wir jetzt ein paar Sekunden gewesen sein müssen, was es ja auch gerade glaubt war, dann geht es jetzt hier links ab nach Garmisch-Partenkirchen. Wir waren gerade eine schöne Gegengleisfahrt. Ja, 30. Gegengleisfahrt. Dann geht es jetzt ja, hier zur Seite rüber in die Abstellanlage. Mit 30 km/h. Ich würde mal leicht bremsen wollen, was hier bergabwärts, wenn wir am Abhang sind. Und ihr seht schon, jetzt habe ich keine Bremse drin, jetzt beschleunigt da. Deswegen machen wir die leichte Bremse rein, sonst wird er noch schneller als 30. Ein bisschen stärker bremsen. Noch stärker bremsen. Ah! Dann sind hier weniger als 30. Sind noch 20.
Ich hab's mir jetzt ausgedacht. Naja, aber hier war kein Schild für 20, da war ein Schild für 30. So, 500 Meter noch. Lass ich mal rollen. Ein bisschen beschleunigen, den kann ich noch. Hier mal rausgehen. Alter Falter, was ist das denn für ein riesiges Oschi-Dingens hier? Guck dir das mal an. Ja, guck mal, hier drüben steht eine S-Bahn, da stehen zwei ICEs und die riesige Abstellanlage. Unglaublich. Jetzt sollen wir schneller fahren. Dann fahren wir die 40, die wir fahren dürfen. Ja, schon beeindruckend, muss ich sagen. So, noch 100 Meter. Nee, natürlich. Habe ich gleich am Bahnhof da gemacht. Kann man ja auch noch so einen Screenshot machen. So, stellen Sie den Kombihebel auf 0. Jo, ist er. Legen Sie die Federspeicherbremse an. Ne, das war lösen. Das war anlegen. Spitzenlichter auf aus. Senken Sie den Stromabnehmer. Stellen Sie den Richtungswender auf aus. Und nicht den rausnehmen. Oh, ich nehme trotzdem raus. Entschuldigung, wir sind in der Abstellanlage. Ich weiß nicht, ob ihr da oben mal aussteigen wollt. Upp. Wir sind ausgestiegen. Also auf der anderen Seite. Ah, wir sollen hierhin gehen. Hierhin. Ja, wo soll denn hingehen? Mal kurz in Einstellungen geht anmachen, wo jetzt die Zielmarkierung ist, wo denn hingehen soll. Sehe ich gerade gar nicht, wo wir hin sollen. Zielmarkierung anlegen. Ach, dahin sollen wir gehen. Gut gemacht. Sind professionell mit der Situation umgegangen. Ich hatte eine Anleitung. Was soll ich da schon großprofessionell machen, weil ich eine Anleitung habe, ne? Schauen wir mal, wie sie abgeschnitten haben. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Hackerbrücke war ich pünktlich und hier war ich dann, ja, gut, ne? Silber habe ich dafür bekommen. Persönliches Level 6, auf der Strecke Level 4 und im Zug Level 3. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir fort, gehen ins Hauptmenü und in der nächsten Folge schauen wir uns mal die Londoner U-Bahn an. Und ja, wir werden auch noch mit dem ICE hier auf der Strecke München-Augsburg fahren. Geduldig aber noch ein bisschen damit, weil ICE-Content hatten wir ja erst in den letzten Folgen, deswegen, und ich würde gerne mal alles so ein bisschen abwechselnd zeigen, deswegen übernächste Folge jetzt in ICE, aber nächste Folge erstmal an die Londoner Underground. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!